Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemmschemeier, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und dieses ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Es geht heute wieder um einmal eins der toxischen Beziehungen, heute Illoyalität, wo ich ein E-Mail vorlesen werde. Meine nächsten Kurse, Umprogrammierung des Liebeschips, also online gibt es die nach wie vor auf liebeschip.de. Ich habe jetzt auch die Domain, ist so ganz, also da ist jetzt auch wirklich dieses Kurssystem drauf, das hat er vorher noch so weitergeleitet. Und toxischer Liebeskummer und so weiter. Meine nächsten Präsenzkurse sind jetzt, glaube ich, also in Frankfurt am 6.10., dann im September nochmal in Freiburg und Berlin, glaube ich, 8.10. Und dann haben wir Zürich bald. Das ist, was ist gerade aus dem Kopf, findet ihr alles auf meinen Seiten. Und dann haben wir noch München und im Januar plane ich auch mal Wien. Ja, gut, jetzt heute mal auch ein bisschen anderes Intro und so. Obwohl ich, glaube ich, das mal ändere. Also wenn ihr da Feedback zu habt, gerne in die Kommentare schreiben und abonniert sonst meinen Kanal. Gut, also, die Nachricht lautet, kein Coach weiß weiter mit uns. Wir lieben uns, wir wollen uns, wir hören uns zu, gehen aufeinander ein, sind immer füreinander da, reden allermeist ohne den anderen anzuklagen. Und dennoch, seit einem Jahr kennen wir uns. Er ist 47, ich bin 32. Das ist übrigens oft so in diesen toxischen Beziehungen, dass so ein riesen Altersunterschied ist. Also das ist mir schon ein paar, also es fällt mir unheimlich oft auf. Also auch in beide Richtungen, auch Frau älter und ja. Wenn ich deine Videos richtig verstanden habe, muss ich bei ihm das sogenannte Lovebombing fast Forwarding gemacht haben. Siehe meine Videos dazu. Ich kann mich eben schnell begeistern und sein Geruch und die Art, wie er sich mir gegenüber verhalten hat, haben mich fasziniert wie nie zuvor. Ja, also diese mega Infatuation, diese mega Anziehung ist immer so ein bisschen suspekt und man darf auch nie vergessen, dass auch Pluspole, Co-Abhängige Lovebombing machen. Das machen nicht nur Narzissten, ne? Und deswegen ballern ja auch häufig dann zwei so aufeinander, ne? Der Minuspol macht Lovebombing, der Pluspol macht Lovebombing, ja. Sonst hatte ich viele Kennenlernversuche mit kurzen Beziehungen von 2 bis 4 Monaten, teilweise Beziehungen, die 4 oder sogar 8 Jahre gingen. Jetzt habe ich den Eindruck, das ist es. Das sind oft die chaotischsten Beziehungen. Es ist wie eine tiefe Wahrheit in mir. Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Pass auf. Ja. Ihm geht es auch so. Nach 6 Monaten begannen sich die Merkwürdigkeiten zu häufen. Regelmäßige Chats. Treffen mit seinen 3 besten Freundinnen. Ich konnte nie dabei sein. Sie haben mich auch nicht kennenlernen wollen können. Also für die meisten wäre es schon ein Red Flag hier. Sie wollten ihn auch immer nur allein daten. Also es sollte ja eigentlich keine Dates geben, ne, wenn man in einer Beziehung ist. Also ihr habt eine offene Beziehung. Ich wurde so stark verunsichert, weil plötzlich aus dem Nichts noch eine weitere sehr gute Freundin auftauchte, von der er mir nie erzählte. Er half ihr, sie lud ihn zum Essen oder ins Kino. Also ist natürlich okay, wenn man irgendwie eine alte Freundin hat vom anderen Geschlecht. Aber was wir hier sehen, geht schon hart Richtung emotionales Fremdgehen, würde ich sagen. Einmal schrieb eine, keiner will mit mir in diesen albernen romantischen Film im Kino sehen. Gehst du mit mir hin? Seine Antwort ist grundsätzlich, na klar, mache ich das mit dir. Ich habe ihn immer wieder darauf angesprochen, dass mich das sehr verunsichert. Meine Freunde sind für ihn bekannt, ich lade sie fast immer zu uns ein, sodass er sie kennenlernen kann. Ja, das wäre jetzt auch so ein Unterschied, ne? Also beste Freunde, Freundin kann der Partner auch kennenlernen. Seine Freunde sind für mich eine unbekannte Variable. Tja. Nach und nach konnte ich dann doch eine nach der anderen kennenlernen. Dann fing er sich an, heimlich mit ihnen zu treffen, um mir nicht davon zu erzählen, um mich nicht zu verunsichern. Also es muss jetzt kein Narzisst sein, dein Freund, aber es kann sein, das machen auch stark co-abhängige Menschen. Auf jeden Fall ist es eigentlich wurscht, was es ist. Es ist nicht okay, ne? Ganz klar. Das ist Illoyalität. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, die Devise. Er machte einen Riesendeal um sein Handy.
Das ist privat, ja, ist es auch mal, wenn man schon ein schlechtes Bauchgefühl hat, deswegen, ja, weiß man auch meist warum. Da guckt man nicht mehr über die Schulter. Wenn ich ihn bat, mal aus einem Telefon eine Nachricht für mich vorzulesen, weil ich gerade Auto fuhr. Nein, ich gucke nicht in dein Handy, wer weiß, was ich daran finde. Aus meiner Sicht nichts, aber das ließ mich vermuten, dass in seinem Handy so einiges finden würde. Ja, das ist kurzum, er hat täglich regen Kontakt via Chat zu seinen besten Freundinnen. Küsschen, Herzchen, gute Nacht, träum süß. Den ganzen Tag, jeden Tag. Irgendwann fing er an, solche mir womöglich angsteinjagenden Nachrichten zu löschen, damit, falls ich in sein Handy schaue, sie nicht entdecken kann. Ja, das ist, was ich immer so nenne, Aufmerksamkeitssucht, ne? Also dein Partner ist so aufmerksamkeitssüchtig und er braucht halt immer wieder neue Bestätigung von anderen Frauen, warum auch immer, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber das macht es anstrengend, bis fast unmöglich, eine Beziehung zu führen, ne? Also er ist nicht in der Lage, sich auf dich zu konzentrieren und ja, das kann sowohl ein starkes Pluspol als auch ein starkes Minuspolverhalten sein. Aber ja, sich das verunsichert, verständlich. Er ist bei mir zu Besuch am Wochenende und schreibt in jeder freien Sekunde, in der ich mal nicht um ihn herum bin, nach seinen Chatfreunden Herzchen oder Küsschen-Nachrichten. Also das wäre nichts für mich. Er meint, das hätte nichts zu bedeuten. Ja, da kann es ja auch lassen. Ne? Da kann es ja lassen. Macht mich sehr unsicher. Irgendwann gab es eine große Aussprache, bei der herauskam, dass er mich oft belogen hat, wenn es um Treffen oder Chats mit seinen Freundinnen ging. Das ist echt eine Red Flag, ja. Aus Angst vor meinen Reaktionen war er unehrlich. Er hat sich ja nichts vorzuwerfen, so seine Definition. Ich bin super verständnisvoll und sehe immer das Gute mit voller Hoffnung. Ja, hör auf mit diesem verständnisvoll sein. Also du musst da jetzt hingehen und sagen, hey, das widerspricht meinem Beziehungsstandard. Aber weil du so an dieser Beziehung hängst, hast du nicht die Kraft dazu, ne? Zu sagen, ey, das geht nicht. Änder das oder ich bin raus. Das ist auch nicht das Ding, ob andere in so einer Beziehung leben können. Du kannst es nicht. Ne? Das ist nicht dein Standard und da musst du, und die Standards sollten immer höher sein als die Beziehung. Wenn das nicht ist, dann ist es schon per se eigentlich eine toxische Beziehung und ja, da musst du sagen, hey, nicht mit mir. Fertig. Und das ist, also gibt es keinen Grund, da verständnisvoll zu sein. Du bist ja dann nicht verständnisvoll mit dir. Ne? So, ich bin, ja, wir reden immer ruhig und liebevoll miteinander. Er will es mir recht machen und es ist jetzt ehrlich. Gut, er bat an, den Kontakt zu seinen Freundinnen abzubrechen. Ja, da musst du einfach ja sagen. Ja, finde ich gut. Ich bat ihn um Umgang mit dem Mädel zum normalen Maß. Ich habe seit hier ein großes Vertrauensproblem. Eine seiner Freundinnen hat sich sogar in ihn verliebt. Naja, das ist nicht gut. Also, Freundschaften zum anderen Geschlecht innerhalb einer bestimmten Beziehung, da sollte es das eigentlich nicht geben. Und wollte ihn immer für sich. Er hat das so lange zugelassen, bis ich sagte, dass ich es nicht mehr ertrage. Ja, er hat es genossen, ne? Dass sie sich so abrackert. Du liebst ihn, er, sie liebt ihn und wer weiß, wer noch alles. Was meine ich mit Aufmerksamkeitssucht? Bis ich es nicht mehr ertrage und er bitte den Kontakt abbrechen soll, bis sie sich wie eine normale Freundin verhält. Jetzt kommt die nächste und verhält sich komisch, geht mir aus dem Weg, trifft sich lieber mit ihm allein. Er gewährt diesen Wünschen, bis ich was sage. Zurzeit bin ich so unsicher, dass ich schon Herzrasen bekomme, wenn er nur mit einer seiner Freundinnen chattet oder spricht. Ja, das geht nicht, das muss aufhören. Also, ganz klar. Also, wie gesagt, mag ja sein, dass er nicht physisch fremd geht mit denen, aber auf jeden Fall flirtet er, was das Zeug hält, und das ist einfach nicht in Ordnung. Ich mal überall den Teufel an die Wand. Ja, ich glaube, das kann jeder verstehen. Mein Bauchgefühl sagt mir, mit zwei bis dreien seiner Freundinnen stimmt was nicht. Oh. Die bedeuten Gefahr für mich. Das macht mich wütend, hilflos und resignativ. Was können wir, ich, tun? Ja. Du musst dem knallhart sagen, dass du es nicht willst. Und wenn er nicht in der Lage ist, dass eine Frau für ihn genug ist, dann ist es nicht der richtige Partner für dich. Ganz einfach. Also, ich meine, vielleicht könnt ihr das noch hinbiegen irgendwie, aber da musst du knallharte Grenzen setzen, weil du hast ja diese Grenzen und setzt sie nur nicht um. Also
du kannst ja nicht damit leben. Und aus vielleicht Co-Abhängigkeit deiner Seite oder mangelnder Selbstliebe lässt du das zu und das ist nicht gut. Ja, hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen und wir werden uns bald wiedersehen.